Erstmal ganz kurz nochmal vielleicht ein paar Hintergründe für euch. Was ist denn eigentlich Seibert Media? Warum laden die uns heute Abend hier ein in den Heimathafen und erzählen uns was über die Google Cloud? Wir sind eine Firma, die 1996 schon gegründet wurde. Das heißt, wir sind mittlerweile 23 Jahre alt. Wir sind quasi schon im Web-Zeitalter fast ein Dinosaurier. Und haben uns der Kollaboration in Organisationen aber verschrieben. Ursprünglich sind wir mal als Agentur gestartet, haben dann aber gesehen, dass das Thema, was uns wirklich begeistert, ist, Zusammenarbeit in Organisationen zu verbessern und Unternehmen letztendlich zu helfen, produktiver zu sein und auch ja, besser zusammenzuarbeiten, was auch sozusagen sich an diese ganze New Work-Schiene auch ankoppelt. Ja, wirklich zu sagen, wir können auch eine bessere Arbeitswelt letztendlich für uns alle realisieren. Und das machen wir durch letztendlich die Einführung von Softwarelösungen, insbesondere von Atlassian Software, einem australischen Hersteller, und Google. Wir sind etwa 150 Leute, die großteils hier drüben im Luisenforum und in anderen Standorten direkt in der Fußgängerzone sitzen, machen selbst auch Applikationsentwicklung, Beratung, Systemadministration, so ein ganzes Portfolio, um diese Kollaborationslösung letztendlich einzuführen. Unsere Kunden starten bei sowas wie dem Heimathafen zum Beispiel, die auch ein Google-Kunde von uns tatsächlich sind, und geht eben hin bis zu ja, großen Organisationen. Seht alle möglichen DAX-Konzerne mit unter anderem auch hier am Start, mit denen wir zusammenarbeiten, auch viele lokale Unternehmen hier aus Wiesbaden. Und insgesamt sind wir aber im gesamten Dachraum unterwegs. Im Bereich der Google Cloud, was machen wir da letztendlich? Wir helfen auch dort, indem wir erstmal mit den Kunden zusammen prüfen, ist denn die Google Cloud eigentlich für mich eine sinnvolle Lösung? Ist denn die G Suite zum Beispiel, kommt das für mich in Frage? Aber auch über den Support letztendlich dann Rollout und Migration, die immer mit reinspielen, aber auch Integration, wie kann ich die Dienste jetzt in zum Beispiel mit anderen Applikationen integrieren, die ich schon betreibe, und Schulungen bieten wir natürlich auch an. Ja, das ist unser Background in diesem Google-Bereich. In meinem Teil möchte ich euch ganz gerne die G Suite etwas näher stellen oder näher zeigen und euch vorstellen, wie die helfen kann, letztendlich die Organisation auch sagen, fit für die Zukunft zu machen und eben die Agilität innerhalb der Organisation auch zu stärken. Es wird überall von digitaler Transformation, von dem großen tiefgreifenden Wandel, der so in den Märkten auch passiert, gesprochen. Und ja, beispielhaft, was sind das so für Changes, die man da sieht? Wir sehen eben sich verändernde Märkte. Als Beispiel wird dafür gerne herangezogen, wie schnell sich mittlerweile die Aktienindizes auch verwerfen, weil sozusagen Organisationen schrumpfen, die sich nicht entsprechend dem Markt anpassen. Neue Organisationen kommen hervor. Gerade für Aufmerksamkeit in Deutschland hat ja dafür gesorgt, dass eine große deutsche Bank aus dem DAX rausgeflogen ist und gleichzeitig ein Fintech-Unternehmen aber in den DAX aufgenommen wurde. Und da munkelte man so, dass bei dieser großen deutschen Bank der eine oder andere Mitarbeiter gefragt hat, so, was ist denn das eigentlich, Wirecard, wer ist das überhaupt? Und da quasi diese ganze Szene der Fintechs auch und dieser tiefgreifende Wandel quasi in der Mitarbeiterschaft zum Teil gar nicht durchblickt wird. Wir haben natürlich auch tiefgreifende technische Veränderungen, da sei nun mal der IoT-Bereich zum Beispiel, Internet of Things, angesprochen, dass auf einmal eben sogar der Heizkörper mit mir spricht oder auch alles, was ich so in meinem Haushalt letztendlich zum Beispiel habe, was ich im Büro habe, ja, dass das alles irgendwie auf einmal ein digitales Bewusstsein bekommt, und da sind natürlich auf einmal gigantische Datenströme auch, die hinten dran hängen. Und nicht zuletzt, das kennt jeder von seinem eigenen Einkaufsverhalten auch oder von dem, wie man mit Firmen heute auch interagiert, mit Dienstleistern interagiert, dass sich auch die Kundenbedürfnisse einfach verändern. Ja? Also wenn ich früher vielleicht regelmäßig einen Versicherungsvertreter im Haus hatte, der mir irgendwas über die Produkte erzählt hat, ziehe ich heute eine Smartphone-App und kriege irgendwie noch eine Push-Notification, wenn ich einen günstigeren Tarif haben könnte. Da gibt es einfach tiefgreifende Veränderungen, und es gibt halt auch eine ganze Reihe Firmen, die diese Veränderungen letztendlich aber verpassen, die nicht die Chance gesehen haben, darauf sich an den Markt anzupassen und darauf zu reagieren frühzeitig. Und genau, also später in dem Talk von Alexander wird es ja unter anderem auch darum gehen, was Fiesmann eigentlich tut, um genau zu verhindern, in so einer Liste hier mit Schlecker und Co. dann aufzutauchen, indem sie einfach schon frühzeitig reagieren, sich fit zu machen.
Und viele von den Firmen, die wir auch sehen, auch bei unseren Kundenfirmen, wenn man sich anschaut, auch was die im Bereich ihrer IT-Ausstattung zum Beispiel am Start haben, dann muss man wirklich sagen, dass sie irgendwie vor 8 bis 10 Jahren stehen geblieben sind. Ja, wenn man sich deren Hardware-Ausstattung, wenn man sich deren Software-Ausstattung anschaut, dass die einfach das, was jeder Consumer auch zum Teil, ne, wie viele Konzernmitarbeiter arbeiten zu Hause mit einem MacBook und sind ständig am Messenger schreiben, und im Firmenumfeld haben sie eine IT-Landschaft, die eigentlich mindestens mal 8 bis 10 Jahre zurück ist. Also, was wir sehen bei Firmen, die es wirklich mit der Transformation ernst meinen, die radikal auch an ihrem Geschäftsmodell arbeiten, die radikal an ihrer Unternehmensstruktur arbeiten, ist, dass sie halt wirklich bereit sind, einen echten Change in der Organisation zu treiben. Und wie so eine neue Zusammenarbeit ausschauen kann mit der G Suite, das schauen wir uns gleich mal kurz an. Ja, für viele von euch ist es vielleicht im privaten Umfeld sogar ähnlicher so, wie ihr kollaboriert, wenn ihr im Sportverein unterwegs seid oder sonst was in der Zusammenarbeit, als das, wie die Zusammenarbeit in Firmen heute gelebt wird. Es sei denn, vielleicht ihr seid eher aus dem Bereich der Digital Natives sozusagen, die halt sozusagen immer mit coolen Tools unterwegs sind, die neue Sachen ausprobieren. Die Frage ist ansonsten an euch, sagen, wie kann eure Zusammenarbeit eigentlich besser, schneller und letztendlich auch mehr zusammen aussehen? Und die Google G Suite bietet dafür eigentlich einen gesamten Tool-Stack. Ja, es ist nicht so, dass die G Suite jetzt ein Produkt ist, das man einführt, sondern das ist wirklich ein Sammelsurium von Applikationen, die gerade auch sich dafür eignen, durch die starke Integration eine ganze Reihe an anderen Applikationen in der Organisation auch abzulösen. Ja, also wir haben so Sachen wie E-Mail und Kalender, die natürlich jeder braucht, die inkludiert sind, aber auch Dinge für die schnelle Kommunikation, die wir im Video eben zum Teil auch gesehen haben, was zum Beispiel durch eine Chat-Lösung, sprich so ein Instant Messenger und auch Meet durch Videokonferenzen realisiert ist. Dann haben wir so einen ganzen Dokumentenmanagement-Bereich, also das, was ihr so vielleicht von eurem Rechner aus der Microsoft-Welt kennt, über das Office-Paket oder auch LibreOffice und Co., je nachdem, was ihr anwendet. Das habt ihr quasi hier alles reingebundelt, plus einen entsprechenden Cloud-Storage und eine Suchmöglichkeit durch alle Dateien, die ihr so habt, plus noch einiges mehr an Dienstleistungen oder an Diensten, die ihr hier in einem integrierten Bundle dann bekommt. Was wir auch häufig antreffen, ist, dass Unternehmen quasi sagen, jetzt auch wenn es jüngere Unternehmen sind zum Beispiel, dass sie sagen, ja, wir haben da irgendwie so einen Slack, wir haben irgendwie einen E-Mail-Server irgendwo laufen, wir haben da noch einen Dropbox und Co. Ja, und wenn wir mit denen sprechen, wir eigentlich feststellen, dass es eine sehr, sehr intelligente Überlegung wäre, zu sagen, hey, warum nicht das aus einem Bundle sozusagen zu beziehen, wo ich diese Dienste entsprechend alle aus einer Hand bekomme und auch mit den entsprechenden Integrationen.
Wer auf diese Suite schon setzt, ja, da haben wir auf der linken Seite einmal die wie Twitter, Lyft und Co., ja, Spotify, Salesforce, also das, was ihr so tagtäglich auch mitunter selbst als Diensten vielleicht benutzt. Und da haben wir wieder so ein bisschen diese Digital Natives, was ich schon angesprochen habe. Ja, also die, die quasi ihr gesamtes Geschäftsmodell auch digital abbilden. Da ist halt Google super stark und super verbreitet. Hier auf der rechten Seite seht ihr aber auch eine Reihe von großen Organisationen, die die Lösungen der Google Cloud nutzen, die ihr vielleicht ein bisschen weniger dort vermutet hätte. Ja, zum Beispiel PwC hier, die auch auf G Suite und die Google Cloud setzen. Oder auch Airbus zum Beispiel, ein großer Case, die jetzt mit 130.000 Leuten gesagt haben, wir machen diesen Switch, wir gehen auf die Google Cloud. Und da kann man natürlich auch Fissmann einreihen, aber das werdet ihr später vom Alex Pöllmann dann nochmal selbst hören. Was treibt denn jetzt so eine große Firma an, wie Airbus, ja, mit 130.000 Leuten zu sagen, wir schmeißen jetzt einmal die Office-Lösung raus und gehen dann den Schritt auf die Google G Suite und gehen dieses Commitment ein? Ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, ja, wenn man einen krassen Wandel sieht, der notwendig ist für die Organisation und die Überlebensfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern, dann braucht man auch einen tiefgreifenden Wandel mitunter. Und das ist genau die Argumentation, die der CIO von Airbus auch konsequent wählt, dass er sagt, sie wollten halt radikal mit der Vergangenheit brechen, mit der Art, wie sie bisher zusammengearbeitet haben und den Leuten auch klar machen, ab morgen arbeiten wir anders. Ja? Wir wollen fit sein für die Zukunft, wir müssen unsere Verhaltensmuster, die Art, wie wir zusammenarbeiten, überdenken. Und das Ganze wird halt dadurch gestützt, dass man die Leute wirklich auch in diese Veränderung mit reinnimmt und denen eben auch ja, sozusagen eine neue Welt letztendlich präsentiert. Und diese neue Welt, die baut so ein Stück weit auf drei Säulen auf. Ja? Das sind so die Leitdinge auch, an denen auch die Googler sozusagen in der Entwicklung sich orientieren, wenn sie neue Funktionalitäten rausbringen, zum Beispiel für die G Suite. Das ist einmal, dass sie es schnell machen wollen, die Zusammenarbeit. Das ist das Ganze smart zu machen und zum anderen eben auch together, also wirklich dieser Kollaborationsgedanke sehr, sehr intensiv gelebt wird, wie wir das mit dem Sharing zum Beispiel vorhin auch schon in der einen oder anderen Situation gesehen haben. Ich bringe mal jeweils drei Beispiele dafür, wie Google das erreicht, weil ist ja die Frage, okay, die hat jetzt irgendwie gesagt, die wollen das schnell, besser und sonst wie machen, aber wie passiert das denn eigentlich? Und da einfach mal drei Beispiele jeweils für. Ja, in den Google Tools ist für uns das Normalste der Welt, dass wir parallel einfach an Dokumenten arbeiten, ohne uns Gedanken über Versionskonflikte oder Ähnliches zu machen. Das ist so fernab, wir haben jetzt gerade wieder bei einem Konzern ein Einführungsprojekt laufen und am Anfang kommen die aus ihrem alten Toolstack, wo man quasi immer so eine Dokumentenversion hat und die gehört dann dem XY und wenn man da irgendwie Änderungen machen will, ist das relativ schwierig, man müsste sich abstimmen und hier ändern wir das wirklich die Zusammenarbeit drastisch, indem wir in Richtung der Real-Time-Collaboration gehen. Also wir teilen ein Dokument und starten direkt von Anfang an daran zusammen zu arbeiten. In verschiedensten Stellen der Google-Applikation gibt es Integrationen, wie hier jetzt mal beispielsweise, ich weiß, es ist jemand von Salesforce auch im Raum, ja, genau. Insofern hier auch das Beispiel Salesforce, wo man hier an der Seite direkt zum Beispiel die Integration hat in die Deals rein, ja, was es einem einfach macht. Du bist gerade in deinem E-Mail-Client und hast halt die Möglichkeit, über die Integration auch mit anderen Applikationen außerhalb der Google-Welt zu interagieren. Das macht einfach die Arbeit viel schneller, weil es den Wechsel zwischen Applikationen dann spart. Zum anderen, ja, jeder kennt es, wie viel 100 E-Mails schreiben wir am Tag. Die G Suite macht es super einfach, letztendlich E-Mails schneller zu schreiben. Da ist nur mal beispielhaft hier so ein Autocomplete hier dargestellt, wo man quasi schon Vorschläge dafür kriegt, was man gerade als Satz formulieren möchte. Ja, das gibt es aber auch in der Form, dass zum Beispiel, wenn man die Betreffzeile leer lässt, dass Google einfach selbst einen Vorschlag dafür macht, wie die Betreffzeile laufen könnte. Ja? Also durch diese Dinge wird einfach die tägliche Arbeit schneller gemacht. Die Zusammenarbeit wird auch smarter gemacht durch die Google G Suite. Das ist zum einen, in den verschiedensten Produkten hat man unten so eine Explore-Funktionalität. Ja? Stellt euch vor, ihr habt so einen Sheet, so eine Tabellenkalkulation, wo ihr alle möglichen Zahlen reingeworfen habt und ihr wollt jetzt eine Auswertung darüber machen.
Klassischerweise wäre so die erste Frage, welche Funktion muss ich denn jetzt nutzen, um diese Information zu bekommen und wie muss ich die Funktion jetzt dann irgendwo mit einbauen in mein Sheet? Und die Explore-Funktionalität hilft mir dabei, dass ich quasi eine Frage stelle und der mir direkt die Antwort an der Stelle liefert. Ja, im Hintergrund automatisch Pivot-Tabellen etc. erstellt. Und das ist natürlich nicht nur smart, sondern auch noch fast, weil es einfach unheimlich viel Zeit sparen kann. Aber nicht nur das, sondern es hilft auch Leuten, die noch nie mit Pivot-Tabellen zum Beispiel zu tun hatten, auf einmal eine Auswertung zu machen mit Hilfe einer Pivot-Tabelle, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass sie eigentlich gerade eine Pivot-Tabelle erstellen lassen haben. Ja. Zum anderen ist es natürlich wichtig, dass man die richtigen Dateien findet zu jeder Zeit, an denen man gerade arbeiten möchte. Ja, wenn ich jetzt irgendwie bei mir am Arbeitsplatz war, ich klappe das Ding zusammen, laufe rüber zum Heimathafen und will unterwegs nochmal meinen Slide Deck zum Beispiel mir anschauen, dann gehe ich auf die Thrive-App auf meinem Smartphone und sehe direkt, an welchen Dateien ich zuletzt gearbeitet habe. Ja, es gibt mir direkt Vorschläge, was ich wahrscheinlich in dem Moment, in der Situation, wo ich gerade bin, an Sachen brauche. Es denkt quasi mit für mich und ermöglicht mir damit natürlich auch viel produktiver zu sein. Zum anderen wird dieser smarte Gedanke und diese ganze künstliche Intelligenz auch im Hintergrund, da wird der Erik vielleicht später noch ein bisschen was zu auch zeigen von im Rahmen der Google Cloud Plattform Vorstellung. Ja, wir haben ja super viele Security Mechanismen, ja, was für die Admins oder Systemadministratoren bei euch super wichtig ist, die einfach darauf achten, ob gewisse Handlungsweisen festgestellt werden, die den Verdacht aufkommen lassen, dass da gerade eine Bedrohung für eure G-Suite quasi und für eure Daten besteht. Und dann kriegt ihr entsprechend über Security Center und dann kriegt ihr entsprechende Notifications sozusagen, wenn auffällige Verhaltensmuster erkannt werden. Es hilft euch also auch dabei, die IT-Sicherheit massiv zu stärken in der Organisation. Dann als dritter Punkt haben wir gesagt, make it together. Ja, das haben wir schon ein bisschen durchs Video auch gesehen. Einfach Real-Time-Collaboration durch, zum Beispiel für mich ist es so, mein Telefon ist fast schon ausgeschaltet, weil ich eigentlich nur Hangouts-Meet-Session mache und da mit Kunden interagiere, wir uns sehen können und dadurch einfach die Zusammenarbeit auch nochmal angereichert wird. Und letztendlich die Möglichkeit auch besteht durch, in dem Fall jetzt mal dargestellt mit Hangouts-Chat, dass man einfach innerhalb eines Teams zum Beispiel seine Arbeit kontinuierlich teilt und dann den anderen wieder Einstiegspunkte bietet. Ja, also keine Ahnung, bei uns im Team Google ist es bestimmt so, dass wir 50, 60 Nachrichten am Tag locker schreiben und halt diverse Dokumente. Ja, wenn man anfängt, irgendwo dran zu arbeiten, sagt man den Kollegen Bescheid und gibt denen einfach Einstiegspunkte, auch schnell Informationen miteinander zu teilen. Scherben bringen ja Glück, ne? Insofern ein gutes Zeichen für heute Abend. Ja, und natürlich geht es auch darum, gerade für größere Organisationen wichtig, dass man so ein Silo-Denken letztendlich aufbricht. Ja, das ist eine der größten Baustellen für viele Großunternehmen, dass sie es schaffen, dieses Abteilungsdenken und dieses Denken immer in geschlossen, ja, dieses Dokument gehört nur mir oder dieser Prozess gehört nur unserer Abteilung, dass man wirklich in eine offene Feedback-Kultur auch reinkommt und Dinge transparenter macht. Und das auch über verschiedenste Arbeitsdevices hinweg von jedem Ort, an dem man unterwegs ist. Also Kollaboration wird einfach unheimlich viel einfacher. Es gibt dazu auch entsprechende Studien, die von Forrester regelmäßig durchgeführt werden. Um da mal so ein paar Zahlen rauszugreifen, im Schnitt wurde festgestellt, dass bei der Einführung der G Suite, da sind ein paar Annahmen dahinter natürlich hier mit 20.000 Mitarbeitern und 3 Milliarden Umsatz, wird jetzt vielleicht nicht jeder hier haben, ja, aber einfach, dass unheimliche Ersparnisse auch bei den Mitarbeitern an Zeit einfach möglich sind. Und da wurde quasi ermittelt, dass das sogar bei über 20 Tagen pro Mitarbeiter pro Jahr liegt. Also es ist eine unheimliche Befreiung letztendlich. Und wir sprechen ja auch viel mit Googlern oder mit Kunden, wo die G Suite eingeführt wurden, die einfach sagen, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, irgendwie davon wegzugehen und in einen anderen Toolstack sozusagen wieder reinwandern zu müssen, weil es einfach so stark die Produktivität stärkt und der ROI, der Return on Investment auf solche Projekte wird mit 331% bemessen. Ja. Wer dazu Informationen haben will, kann uns gerne auch ansprechen. Das heißt, da gibt es auch Daten, einfach Studien dazu, wo man noch mehr Infos bekommen kann. Nochmal kompakt ein paar Punkte, warum solltet ihr überlegen, wenn ihr euch in Richtung Office Suite und E-Mails und Co. Geschäftsmails, wenn ihr euch da Gedanken macht, wo ihr euch hinentwickeln wollt.
Zum einen mal ist es so, dass Google wirklich Cloud Native entstanden ist. Ja, also Google betreibt letztendlich die größten Websites der Welt und die ganzen Entwickler, die ganze Entwicklung dort ist auf Cloud-Entwicklung ausgerichtet. Das merkt man, wenn man die Produkte wirklich von verschiedenen Devices mit verschiedenen Leuten nutzt, sehr, sehr stark. Wenn man beim Wettbewerb zum Teil sieht, dass sie quasi eigentlich Desktop-Applikationen haben, wo sie sich Gedanken machen, wie sie die dann portiert bekommen. Ja, also Google hat einfach eine sehr, sehr lange Historie im Bereich der Webentwicklung und ist da halt ein super aktiver Treiber. Und das merkt man dann auch in der Nutzung der Produkte. Ihr kriegt, wie gesagt, eine richtig coole Kollaborationssuite und man merkt einfach auch, dass die Leute quasi in die Kollaboration reingetrieben werden. Also selbst in Umfeldern, wo man Kollaboration noch nicht so gewohnt ist, wird durch die Art, wie man zum Beispiel, nur mal um einen Aspekt rauszugreifen, wenn ich im Drive unterwegs bin und halt Vorschläge kriege, wo meine Kollegen auch gerade am Arbeiten sind und was auch für mich relevant sein könnte, dann stärkt es wirklich auch die Zusammenarbeit und das stellt man halt bei Google fest, dass sozusagen ein großer Teil der Arbeit in den Dokumenten wirklich als Kollaboration stattfindet, wo mehrere Leute in den Dokumenten interagieren und dieses Silo-Denken mit der eine, dem gehört jetzt das Dokument, keiner darf da drauf zugreifen, das verändern, dass das damit quasi komplett aufgelöst wird. Zum anderen, ihr wisst das, was Google für gigantische Datenmengen zu verarbeiten hat, auch im Consumer-Bereich, egal ob das jetzt die Search ist zum Beispiel oder bei Google Translations und anderem. Und ihr kriegt einfach das, was an AI-Lösungen dort entwickelt wurde, das kriegt ihr quasi mit der G Suite auch noch in die Firma mit eingeführt. Also diese ganzen smarten Lösungen, die aus diesen gigantisch verbreiteten Produkten rauskommen, kriegt ihr mitgeliefert. Da auch nochmal ein Beispiel, wenn es um das Thema Security geht, um Spam-Filter zum Beispiel. Ja, Spam ist auch so ein Ding, womit man sich rumschlägt, wenn man E-Mail-Software einführt. Google hat mit Gmail einfach einen Mail-Dienst, der von monatlich über 1,5 Milliarden Menschen genutzt wird aktiv und hat dadurch natürlich einen unheimlichen Informationsvorsprung auch, wenn zum Beispiel neue Spam-Mails aufkommen und aus dieser Datenbasis raus könnt ihr letztendlich profitieren. Dann gibt es auch eben so Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde schon angesprochen. Ja, ich habe hier zum Beispiel auch so einen Security-Token. Und wenn ihr so einen Security-Token, der kostet irgendwie $30-40, ja, wenn ihr den ergänzt, dann gab es Google-seitig bisher noch keinen Fall, wo in den Account eingebrochen wurde bei Nutzung dieser Hardware-Tokens. Also eine ganz einfache Maßnahme letztendlich, dass man sagt, okay, klar, jeder User hat sein Passwort, ich kann auch Passwortregeln vorgeben, aber einfach nochmal so ein kleines Ding mit dazu nehmen, das fordert mich von Zeit zu Zeit auf, gerade wenn ich zum Beispiel mal an einer ganz anderen Location auf einmal bin, dass ich mal meinen Security-Token kurz einstecke. Aber dadurch gewinnt ihr halt massiv an Sicherheit letztendlich für eure Daten und das Ganze wird halt super einfach gemacht. Also wenn ich ein Smartphone habe, wo ich das nicht mit dem connecten kann, dann schickt er mir trotzdem eine SMS zum Beispiel als Alternative zur Absicherung. Also es ist wirklich ein sehr, sehr smartes Konzept dahinter, um zu gucken, dass euer Account abgesichert ist. Dann gibt es eine ganze Reihe von Integrationen. Ja, Salesforce haben wir vorhin schon kurz gesehen. Genauso gibt es aber auch ständig Weiterentwicklung im Bereich der Interoperabilität zu den Microsoft-Produkten. Also sprich, manchmal kommt es vor, dass in der Firma ein Teil auch noch mit Microsoft-Produkten arbeitet und ein Teil eben mit der G Suite. Und natürlich kommt das auch in der Interaktion mit Kunden vor. Und da hat Google einen sehr smarten Weg, auch mit diesen Dokumenten letztendlich umzugehen, sodass man mittlerweile auch quasi die Microsoft-Formate direkt in dem Editor, wie ihr den von Google Docs kennt, dann öffnen könnt, bearbeiten könnt und dann wieder trotzdem aber in einem XLSX-Format zum Beispiel den Kunden wieder zurückspielen könnt. Das ist auch was, wo kontinuierlich dran weitergearbeitet wird, dass die Interaktion oder quasi mit Leuten aus der Microsoft-Welt kommen, dann besser wird. SAP ist auch ein großes Thema, ja, wo Google auch auf strategischer Ebene viel mit denen zusammenarbeitet und dort Unterstützung wie zum Beispiel Datenlieferung direkt in Google Sheets dann gearbeitet wird. Aber SAP ist auch ein großes Thema, was wenn es darum geht, quasi SAP-Applikationen in der Google Cloud zu betreiben.
Ja, das ist auch so ein Thema, wenn ihr sagt, hier, wir haben da so ein SAP am Laufen und das kostet uns Nerven ohne Ende, dieser ganze Applikationsbetrieb, dann gibt es da auch Möglichkeiten, das Ganze in die Google Cloud zu hieven. Nochmal abschließend kurz ein paar Überlegungen, warum kann es Sinn machen, mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Wir bieten diese zusätzlichen Services, die ich am Anfang angesprochen habe. Wenn ihr schon die Google G Suite bezieht, kann es trotzdem spannend sein, dass ihr mit uns sprecht. Ja, und wir euch dort einen Naturalrabatt, das heißt, ihr könnt es anwenden auf Leistungen auch entsprechend gewähren von uns. Und wir bieten euch einfach noch ein zusätzliches Support-Layer, das hier vor Ort ist. Und immer, wenn es um Integrationen oder andere Sachen geht, wo ihr sagt, hey, was können wir da an der Stelle machen, ihr vielleicht auch mal was braucht in Richtung einer kleinen Entwicklung, dann sind wir an der Stelle für euch da und können euch da helfen als Partner, der eben sozusagen im High-Touch-Bereich unterwegs ist. Das heißt, während Google natürlich auch einen umfangreichen Support euch anbietet, wenn ihr sagt, hey, ich habe da gerade irgendwie ein Problem, dann helfen die euch dabei, das aufzulösen. Wir können aber noch strategischer mit euch zusammenarbeiten, wenn man sagt, wo wollt ihr denn eigentlich hin mit eurer Zusammenarbeit? Wie sieht es denn eigentlich mit Themen aus wie Change Management? Wie kann ich meine Leute mitnehmen bei so einer Einführung? Oder auch die Migration selbst. Ja? Wie kann ich die Migration schaffen von meinen bisherigen Laufwerken, von meinem E-Mail-Server rüber zur Google Cloud? Das war es erstmal von meiner Seite rund um die G Suite. Und ihr dürft mir gerne Fragen stellen und währenddessen bereitet der Alex sich gleichzeitig auch schon mal vor, gleich hier uns über die FISMAN-Transformation zu berichten. Hat jemand gerade Fragen? Ansonsten kann der Alex sehr, sehr gerne vorkommen. Wir haben natürlich auch die Austauschmöglichkeiten in der Pause und im Anschluss, dass wir da einfach dann auf eure Fragen noch eingehen. Machen gleich einen Mikro-Switch wahrscheinlich. Das heißt, ich werde jetzt gleich gemutet, hardcore. Ja, ist die unterste Stufe, habe ich gehört. Aber wir können den dann wahrscheinlich ausmachen, jetzt mal temporär bis zur Pause. Warte mal. Hat wieder mit dem Adapter kurz. Hängt er, ja. Der sagt gerade wieder kein Eingangssignal. So. Ja. Ja. Nochmal? Ach so, ja genau, okay. Machen wir. Natürlich, ich kann die Frage auch wiederholen, aber Olaf, gerne. Die Qualität der Hangout-Chats im Vergleich zu anderen Anbietern entsprechend. Ja, genau. Also es ist so, dass du immer natürlich an deiner Netzverbindung letztendlich auch mit dranhängst. Ja? Ich nutze es wirklich, also für mich ist mindestens 80% von dem, was ich an Telefonaten und so weiter mache, mache ich über Hangouts Meet. Das hätte ich dir vor 3 Jahren noch keinesfalls so gesagt. Also es ist Wahnsinn, was sich da getan hat, was sich an der Qualität getan hat auch. Und mittlerweile, wie gesagt, auch on the go sozusagen, ist es deutlich besser geworden. Wenn die Netzabdeckung schlecht wird, dann kann es halt sein, dass du sozusagen Lags feststellst. Ja? Es gibt auch Telefoneinwahlmöglichkeiten natürlich in den Hangouts Meet. Und gerade wenn man so diese Meetingraum-Experience verbessern möchte, ja, dann gibt es mit dem Hangouts Meet Hardware Kit auch eine Möglichkeit, dass man quasi eine ganze Meetingraumausstattung verhältnismäßig günstig, das heißt, bei so einer Meetingraumausstattung ist man dann eher so im Bereich von, sagen wir mal, 2.500 €, aber dann kannst du dir halt einen richtig coolen Meetingraum einrichten mit Kameraausstattung, mit Tablet dabei und halt Audioqualität und so weiter, super. Also da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten als voll integrierte Lösung. Ja, also massiv besser geworden und für mich ist das eigentlich mein Alltagsprodukt. Es hat für mich quasi Telefonie nahezu komplett aufgefressen. Ja. Kannst du einen Vergleich zu Skype machen? Skype nutze ich in den letzten 1,5 Jahren nicht mehr so intensiv. Im Vergleich zu Skype früher ist es auf jeden Fall deutlich besser. Ja? Aber ich kann jetzt keine Zahlen dazu aufwarten. Ich kann nur sagen, dass für mich das komplett halt die Nutzung sozusagen geschiftet hat an der Stelle. Viel und ist super einfach, genau, weil man das letztendlich komplett im Browser läuft. Ja? Also die Gegenseite braucht sich auch nichts installieren. Ja? Ich habe bei Kunden zum Teil noch diese alten Lync-Installationen zum Beispiel, wo es immer extrem schmerzhaft ist, dann irgendwie da überhaupt reinzukommen. Und wo du dann wieder eine App runterladen und alles Mögliche, was irgendwie so semi-funktioniert, da erlebe ich es als massiv reibungslos.
Ja, und wie gesagt, für mich komplett umgestellt. Und was wir bei Kunden zum Teil feststellen, ist, dass sie halt am Anfang noch keine Hardware-Ausstattung dafür haben, dass sie einfach kein Audio-Equipment, keine Kamera haben. Das ist halt schon was, wo man zumindest in so ein Basic-Layer an Ausstattung investieren sollte, dass man ein Headset hat, das kostet vielleicht 50 Euro, noch eine Kamera, die kostet vielleicht 50 Euro und dann bist du eigentlich dafür ausgestattet, um Telefonie durch Videokonferenzen letztendlich anzureichern. Und du kannst natürlich auch Screensharing darüber machen, was auch super wichtig ist und wertvoll. Ja. Dankeschön. Ja? Das ist meine Frage. Also, wir sind eigentlich so bei solchen Tools auch global unterwegs, auch in asiatischen Ländern wie China zum Beispiel. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Google Services in China zum Beispiel schwierig erreichbar, wenn auch dann auch eher mit ein bisschen gedrosselter Performance. Wie sieht das dann aus mit G Suite dann in der Zusammenarbeit mit China? Also der Alex kann später nochmal Anekdoten zu China erzählen. Das könnt ihr dann nochmal ausgelagert tun. Ich glaube, die brauchen wir nicht zu recorden. Aber es ist in der Tat so, dass natürlich, wenn von Staatsseite her sozusagen da Limitierungen stattfinden, dass die sich nicht umgehen lassen. Um ein anderes Beispiel zu nennen, ist das zum Teil in Dubai als Beispiel, gibt es zum Teil da Limitierungen. Also das ist de facto so. Das ist dann aber auch mitunter unabhängig von welchem der westlichen Dienste ihr da nutzen würdet, greifen dann einfach diese Limitierungen. Es gibt dann da Workarounds, wie gesagt, gerne mal in einem 1:1 Gespräch dann nochmal darauf zukommen. Ja. Firmenbestandteile tatsächlich dort in China ausgelagert sind, die man tatsächlich nicht nur mit einem Kunden in China oder mit einem Dienstleister, sondern auch tatsächlich mit Kollegen kommunizieren muss, dann muss die Kommunikation an der Stelle auch richtig funktionieren und verlässlich vor allem. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt und wie gesagt, also es gibt dort Lösungsansätze, da gibt es auch super viele Erfahrungen mit, wie man das lösen kann. Dazu können wir dann gerne nochmal, weil es dann wieder ein bisschen auf das Land spezifisch auch ankommt und dann muss man gucken, welche Lösungsansätze dort helfen können. Ja, genau. Ja, meine Frage wäre, ihr bekommt eventuell schon öfter die Frage G Suite oder Office 365. Ja. Ich habe mich mit der G Suite weniger beschäftigt in der Vergangenheit, jetzt ein bisschen aktuell, auch besonders im Hinblick auf die Veranstaltung. Ja. Ich sehe viele Parallelen, viele Sachen, die ähnlich sind, die beide können. Ja. Wie geht ihr da so vor? Wie findet ihr daraus, was besser ist vielleicht für den Kunden? Oder? Weil wir stehen auch vor einer Entscheidung gerade. Ja, ja, also genau. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also was wir normal erleben ist oder empfehlen, ist eigentlich tatsächlich es auszuprobieren. Ja? Weil ansonsten spricht man über Dinge, die man selbst noch nie erlebt hat. Und vieles ist auch also Alex kann vielleicht nochmal kurz was dazu sagen, warum sich Fissmann jetzt mit, ich glaube, 13.000 Leuten dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Oder man hört ja auch bei Airbus, warum sie es mit 130.000 Leuten machen. Ja, was so ein bisschen wiederkehrendes Muster ist, ist, wenn man wirklich sagt, okay, unser Fokus liegt darauf, sozusagen schnell und eng zusammenarbeiten, dass da die G Suite einfach ihre, in der Einfachheit häufig auch der Nutzung, dass sie da halt ihre Stärken ausspielt. Und zum Teil ist es wirklich auch eine Frage der Kultur. Ja, wir merken einfach auch mit Unterkunden, wo man sieht, okay, dass sagen Interessenten, wo man merkt, ja, das ist eher so eine Microsoft-Kultur. Ja, und je kollaborativer, innovativer die auch unterwegs sind, desto, man hat es vorhin bei dieser Innovatorenliste gesehen, wer da alles auch G Suite-Kunde ist, da ist eine unheimlich hohe Abdeckung bei der G Suite auch. Ja, ist einfach eine andere Arbeitsphilosophie mitunter auch. Ja. Um einen Aspekt, also wir sind tatsächlich dran, auch Vergleiche anzustellen. Ja, auf verschiedenen Ebenen. Einmal von diesen Philosophien, zum anderen auch funktional. Da ist unser Max zum Beispiel dran, auch Videos zu machen, das mal ein bisschen zu zeigen, um das einem näher zu bringen. Aber es ist wirklich so schwer, das rein auf Basis von dem, was die Anbieter einem erzählen oder sowas festzumachen, dass es wirklich mehr Sinn macht, einfach mal sich Szenarien zu überlegen, wie sieht eure typische Arbeitsumgebung aus und dann es im Zweifel in beiden Welten mal auszuprobieren und dann zu gucken, was besser passt. Ich hatte es bei euch auf der Webseite gesehen, lustigerweise, also irgendwo so ein Vergleich, was kann es eine, was kann das andere? Und da war es sehr, sehr schwer, eine Entscheidung zu finden, sozusagen, weil es überall Plus- und Minuspunkte gibt irgendwie halt. Ja, aber vielleicht der Ansatz mit der Kultur ist vielleicht ein sehr interessanter auf jeden Fall. Ja. Das ist auch ein Grund, wenn man mit Google spricht, so, hey, warum gebt ihr nicht so einen Vergleich raus? Das ist einfach sagen, es ist eine andere Philosophie. Und wenn man auf diese Feature-Ebene geht, wird es halt sehr, sehr müßig, ja, weil dann hat der eine da ein kleines Feature mehr, der andere da. Aber wie du schon sagst, der Gesamtstack ist über weite Teile, deckt ja eigentlich so eine relativ gleiche Anwendungsfälle ab.
Ja? Was wir persönlich, es gibt auch 5 Stunden Videos bei uns von Martin Seibert darüber, wie er die Office 365 Dienste ausprobiert. Was so unsere Experience damit ist, ist, dass Microsoft halt sehr viele Redundanzen auch in seinen Sachen hat, wo man dann einfach nicht mehr versteht, so, hä, das kannst du da machen, das kannst du da machen, das kannst du da machen. Und das wieder die Struktur sehr, sehr schwer macht. Gerade wenn man eine große Organisation hat mit 13.000 Leuten und der eine Bereich fängt an, das in dem Tool zu lösen und der andere Bereich in dem Tool, hat man halt doch wieder Silos am Ende kreiert, ohne das zu wollen. Und das wird halt wirklich konsequent bei der G Suite eigentlich abgelöst. Also es ist wirklich so diese Open Company Philosophie, die dahinter ist und enge Kollaboration. Und das ist eine andere Philosophie. Darauf läuft es letztendlich hinaus. Ja, gerne.